Ja, Leute, willkommen zurück zum Lost Place, den ich euch gerade eben versprochen hatte. Jetzt seht ihr ein bisschen mehr, leider aber nicht so viel. Und schaut mal hin, da ist irgend so ein Käfervieh. Und was für ein Vieh das ist, Alter. Schaut euch das mal an. Ja, hier liegt alles Mögliche. Flaschen, Dosen, irgendein Scheiß und ein ziemlich kaputter, maroder Bunker. Wir werden aber, wie schon gesagt, nicht hintergehen, weil ich erstens keine Dinge habe. Oh, da ist eine Waldpolizei. Den helfen wir nochmal, komm. Komm auf die Beine. So. Und ich glaube, der geht sogar da hinten noch ums Eck rum. Aber den werde ich euch schon anders zeigen. Und ihr seht, hier ist alles total im Arsch. Ich dachte eigentlich, der ist trocken, dass die letzte Zeit nicht geregnet hat. Aber da hatte ich mich wohl getäuscht. Ja, dann werde ich euch den mal anders nochmal genauer zeigen und hoffe, dass denn der auch hält, weil der reißt ja halt eben überall schon ein. Ja, dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem kleinen Mini-Video. Wie schon gesagt, ich werde sobald wie möglich schauen, dass ich Gummistiefel irgendwie herkriege, weil ich zugegeben keine mehr habe. Und dann werde ich mich da mal für euch hinterbegeben. Ich werde aber jemanden mitnehmen zur Sicherheit, dass wir zu zweit sind. Falls das Ding wirklich krasserweise gesagt einstürzen sollte. Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt gleich nicht reingehen konnte, aber ich habe es ja selber gesehen, das war total matschig. Und ich will nicht wissen, wie tief der Matsch ist. Was sich dann Jahr an die Jahre angesammelt hat und vor allem, was da auch vielleicht in dem Matsch drin sein könnte. Da könnten Scherben und alles drin sein und ich habe keinen Bock, mir die Füße voneinander zu schneiden. Ja, schade. Ich wäre jetzt da echt gern für euch reingegangen, aber zu matschig. Ja, an dieser Stelle muss ich sagen, ist das Video leider ein kurz von diesem Vlog. Was haben wir denn hinten für einen komischen Pilz? Schauen wir mal. Ach, das ist bloß ein lilaner. Ich zeig's euch mal, bevor ich wieder zurückgehe. Da, hier. Ja, ich kann den Vlog jetzt auch nicht so lange machen, weil jetzt ist natürlich der Laser hinten mit an, also der Blitz. Und der frisst dermaßen den Akku weg. Das habe ich beim ersten Autoscooter-Video gesehen. Ich meine, da hatte ich, ich glaube, 40% Akku. Da habe ich zwei Runden aufgenommen, also 6 Minuten ungefähr oder was das waren, keine Ahnung. Und auf einmal war der Akku leer. Also nur noch 15%. So, dann nehme ich euch jetzt einfach noch kurz hier mit auf die Tour. Das ist nicht ganz so lange. Dann zeige ich mal die Mauer von der Seite noch. Und wie schon gesagt, dann werde ich mit euch da halt mal mit Gummistiefeln watscheln. Oder wenn es wirklich mal eine längere dritte Periode ist wieder. Und da unten sozusagen auch wirklich alles trocken ist. Kann ich euch das zeigen. Und dann hätte ich noch eine andere Idee, wo ich vielleicht mit euch noch hingehen könnte. Falls ihr mehr so Lost Places sehen wollt, unter anderem auch. Ich meine, die Lost Places werden natürlich weiterhin kommen. Ist klar. Aber, falls ihr mehr auch so Vlogs und so ein Zeug sehen wollt. Also, so Lost Places. Oder wenn ich auf die Kerber gehe. Oder was halt auch immer. Findet man bestimmt noch das eine oder andere. Oder vielleicht, dass ich mal mit euch zusammen eine Fahrradtour mache. Wäre auch eine geile Idee. Und dann halt einfach irgendwie, keine Ahnung, Dashcam-mäßig das Handy mitnehmen oder so. Ich weiß es noch nicht, wie ich das dann mache. Vielleicht hole ich mir auch eine Dashcam extra. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt sind erstmal ein paar andere Sachen wichtiger. Wie zum Beispiel das eine Lenkrad. Ich latsche hier gerade irgendwie in der Mauer und was haben wir denn da unten für ein schönes Teil? Kann ich vorstellen, der Kandidat hier, der sich gerade so gemobbt fühlt, ist glaube ich giftig. Der hat nämlich ziemliche Ähnlichkeit mit dem, wie heißt das scheiß Ding nochmal, ich glaube Panda-Pilz oder wie das Ding heißt, keine Ahnung. Und das ist der mit einer der giftigsten Pilze, genauso wie der Knollenblätterpilz, der grüne. Also ganz ausgesprochen heißt der grüne Knollenblätterpilz. So, jetzt habe ich da hinten noch was rausblitzeln sehen. Da werden wir noch mal kurz hinhatschen. Toll. Wegen diesem Baumpilz bin ich jetzt hier in der Garage. Ich dachte eigentlich, das ist ein Birkenpilz. Danke fürs Verarschen, liebe Natur. Eob wird von Natur gedisst. Das wird natürlich ein Siro zurückfallen. An dieser Stelle gehen auch wieder Grüße raus an Siro.
Jetzt gehen wir noch zu einer Stelle, ich weiß nicht, wo die genau war, diese drei Konstellationen. Da standen auf jeden Fall drei, vier Bäume. Und da habe ich einmal einen richtig derben, fetten Pilz hier rausgeholt. Ich glaube, das ist hier, glaube ich. Moment, Leute. Ich glaube, es ist eine Reizke. Nee, ich glaube nicht. Hey, Pilzkunde wird eh ab. Das war eigentlich hier hinten drinnen, aber das hat die Menschenhand schon so dermaßen zerfickt, dass man da nichts holen kann. Wobei, ey Leute, zieh mal diesen da rein. Schau mal, das ist ein fetten Pilz da, ne? Ich kann mir meinen Fuß daneben stellen, das ist ja voll das Riesending. Boing, boing. Boah, da auch nochmal. Da drinnen, ey, sieh dir das mal rein, was hier für Pilze stehen, Alter. Schau dir mal an. Das ist krank. Aber ich glaube, das sind alles diese komischen Panda-Pilze, oder wie die heißen. Und deswegen schneide ich die nicht, weil die, wie schon gesagt, hochkarätig giftig sind und theoretischerweise gesehen das Gift dann meiner Ding ist. Und hier haben wir da eine Waldpolizei. Okay, da, guckt. Mistkäfer, die räumen den Wald mehr oder weniger auf. Und hier haben wir einen menschenhandgefertigten Pilz. Gerade irgendwie tote Hose. Apropos, in der Zwischenzeit habe ich nochmal ordentlich was gefunden. Nochmal etliche Birkenpilze und ich wollte euch noch die Reizker zeigen. Das habe ich das letzte Video, bei meinem letzten Video vergessen. Es gibt nämlich bei den Reizker, da müsst ihr wegen aufpassen, gibt es verschiedene Varianten. Auf Zeiten. Alter, da hinten ist irgendwie voll die fette Spinne. Jetzt kommt man sich vor wie bei so einer Trichterspinne. Welche übrigens auch giftig ist. So, das hier ist ein sogenannter Blutreizker. Ich sehe es jetzt nicht ganz so gut. Diese Blutreizker, ich versuche den jetzt mal so zu nehmen, dass er nicht bei der Hand verwebt. Schaut von oben aus so aus. Es gibt aber einen, der schaut so ähnlich aus. Das ist der sogenannte falsche Reizker. Das ist im Endeffekt genau so ein Pilz wie dieser hier. Nur, dass der hier unten beim Anschneiden, ich sehe es nicht so gut, glaube ich. Mach scharf. Dann beim Anschneiden, ich glaube, ich sehe es halt leicht zumindest, kriegt er so einen komischen orangenen Ring. Vielleicht sieht man das auch. Mal schauen, ob ich das. Ja, man sieht's. Schau mal hin, da ist überall das fette Spinnennetz mit drin. Ey. Komplett hier alles eingenetzt. Auch der Boden und alles, da gehen wir lieber mal nicht näher ran. Man weiß ja nicht, was hier bei uns in den ganzen Wäldern umeinander kreucht und fleucht und kriecht und krabbelt. Dann lassen wir lieber mal die Finger weg von dem Grundstück da hinten, von dem Eck da. So, hier findet sich jetzt leider nichts mehr. Hier ist vor kurzem Pferd durchgelaufen. Man sieht, da hinten Pferdeäpfel. Der Pferdeapfelpilz. Ja, Leute, an dieser Stelle, wie schon gesagt, falls ihr die Lost Places sehen wollt, die anderen, falls ihr wirklich so neugierig seid, wobei ich euch so einschätze, ich kenne ja meine EOP-Army mittlerweile einigermaßen, dann schreibt mir doch in die Kommentare einfach das mal rein, weil wenn ihr sowas hier, wie schon gesagt, gerne seht, dann bringe ich euch natürlich auch sowas. Ich meine, ich habe ja kein Problem damit, wenn ihr ein bisschen teilhabt an meinem Privatleben. Ist ja letztlich kein Problem. Ich kann euch schon gerne mal hin und wieder zu sowas mitnehmen, solange es halt auch dann der Speicher und der Akku zulässt. Ich muss halt mal gucken, was ich mir jetzt am besten her tue, weil fürs Fahrradfahren müsste ich mir irgendwie was anderes überlegen. Weil ich ja keine Dashcam besitze, zugegeben. Und die scheiß Dashcams, die kosten ja auch immer wieder mehrere hundert Euro. Die sind ja auch schweineteuer, diese scheiß Dashcams, wenn man gescheite haben will. Und dann rentiert sich das noch nicht wirklich, weil ich bin ja eigentlich Let's Player, Livestreamer in Form von Spiele. Und eigentlich kein LKW-Dashcamer, sage ich jetzt mal einfach so. Hört sich jetzt irgendwie komisch an. Wie unser lieber German Truck Driver. Was übrigens mein absoluter Favorit ist, was Videos betrifft. Und dann gibt es dann auch einen, ich glaube, wie heißt der jetzt nochmal? Chris Pie?
Oder irgendwie so. Oder Chris Pi. Also Chris halt und dann PY, glaube ich, oder wie du die Geschichte schreibt. Der hat irgendwie sogar so eine Dauerflat. Und der streamt sogar. Bist du eine Rotkappe? Nee. Schau mal, einen lilanen Pilz da an. Nee. Ich dachte, das ist jetzt eine Rotkappe. Gibt es nämlich auch einen Pilz, der hat eine rote Kappe und einen Schwamm. Aber der ist leider bei uns in Deutschland extremst ausgestorben, diese Pilzart. Leider. Die findet man leider nur noch sehr, sehr selten. Das ist halt aber hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Klima bei uns zu tun, ich weiß es nicht. Ja, wir haben schon da extrem viel Speicher, was ich hier gefressen mit diesem Video. Ja, wie schon gesagt, die beiden, die sind meine Top-Favoriten und welcher auch noch geht, welchen ich mir auch mal hin und wieder anschaue, ist Sascha Vernünftig auf LKW-Tour. Einziges, was mich mit seinen Videos immer ein bisschen stört, ist ein Rumgebrülle, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es soll. Zum Beispiel, wenn sein LKW den Notbremsassistent reinhaut und er mehr oder weniger dann übelst ausrastet hinter dem Lenkrad. Das finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd, aber naja. Jeder macht ja seine Videos auf seine Art, jeder ist auf seine Art im Endeffekt in YouTube besonders. Und daher, sag ich mal, es ist halt so sein Content und er bringt es halt so rüber und das ist halt einfach, ja, das ist halt Sascha Vernünftig, ne? Diese Aussagen. Die sind aber teilweise auch lustig, wenn der LKW mehrfach sowas macht, sozusagen, am besten auch noch am selben Tag. Und dann Sascha zu seinem LKW sagt, wenn du das noch einmal bremst, dann prügel ich dir den Sensor raus. Einfach so geil, das würde ich echt mal geil sehen. Wenn der dann hergeht und sein LKW vorne verdrischt und den Sensor rausprügelt, wäre schon mal nice, sowas zu sehen. Also wenn ihr mal irgendwann mal hier einen Typen sieht, der am LKW, der ein Mercedes New Actros fährt, der vor seinem LKW steht und seinen LKW vorne reinprügelt, dann habt ihr Sascha Vernünftig gefunden. Nachdem der Notbremsassistent ihn wieder sehr oft gedisst hat. Weil man sagen muss, es ist auch ärgerlich, wenn man gerade schön auf 90 fährt, extrem on Tour ist. Und ich meine, so ein LKW dauert halt eine gewisse Zeit, bis der hochbeschleunigt hat. Gerade wenn man eine schwere Ladung hinten dran hat. Ihr kennt es ja von ETS unter anderem auch. Ne? Und wenn man dann hier schön auf Tour ist, ne, hat schon seine 90 erreicht und auf einmal, obwohl nichts vor einem ist, gerade Strecke 0 vor einem ist, fängt das Ding jetzt piepsen an und bremst runter. Und man muss wieder die ganze Scheiße von vorne beschleunigen. Und wenn das ein paar Mal passiert, klar rastet man dann aus. Ich meine, ich darf wahrscheinlich auch ausrasten, wenn das die Delfine machen würde. Aber die hat Gott sei Dank so einen scheiß Sensor noch nicht drin, bin ich auch froh. Weil die sind teilweise schon extremst nervig, diese scheiß Notbremsassistenten. Ja, schreibt man diesen Bild an, die dunkle ist. The Dark. Das ist wahrscheinlich der Raven Rurling. Ja, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich meine, ich habe ja nicht alle Pilzarten im Kopf, nur die, was essbar sind, habe ich mir in meinen Kopf gesaved. Und ich meine, die giftigen braucht man ja nicht alle im Kopf haben. Bin ja schließlich irgendwie nicht irgendwie so ein Pilzkundenlehrer oder sowas, dann, wenn ich sowas wäre, dann müsste ich das natürlich auswendig wissen. Ja, Leute, dann an dieser Stelle bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Zum Abschluss kriegt ihr noch einen schönen Fliegenpilz. Auch extrem giftig, die beiden hier, die Kollegen. Aber noch relativ laden. Ja, ihr könnt wie immer, wie ich auch immer schon sage, ne, ihr könnt die Videos von mir immer gerne teilen, verbreiten, wie auch immer. Auf sämtlichen Social Networks würde mich natürlich freuen, wenn ihr das ein bisschen macht, dass wir als Community wachsen können. Ich packe mal mein Messer aus, weil da hinten steht ein sogenannter Sandpilz. Den schnibbel ich jetzt dann noch mit euch. Und dann muss ich mich aber beeilen, weil der Speicher nämlich ein wenig nach. Das hält man einmal hier einen Sandpilz und einmal hier einen kleinen Mini-Sandpilz. Kann ich vorstellen? Ja, kleiner Mini-Sandpilz. Und, oh, der schaut noch super aus, schaut. Schaut noch sichtlich sauber aus. Normalerweise haben sie nämlich immer gleich Würmer drin, ne? Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Eob aus dem Walde. Und ja, ich schau mal, vielleicht kann ich später noch ein kleines Filchen machen, aber da wird nicht mehr viel gehen, weil wir haben schon fast den vollen Speicher wieder.
Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.